Das ist so ungewohnt. Läuft die Kamera? Ja, sie läuft. Oh, hi Leute. Willkommen zurück auf unserem Blog-Kanal. Hi. Hi. Wir sind verlobt. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist aber noch so crazy und so verrückt. So, ne? Ja, es ist einiges passiert in den letzten Wochen, Monaten, seitdem wir uns hier nicht mehr gesehen haben. Und dafür natürlich erstmal eine dicke Entschuldigung. Ne? Was soll man sagen? Wir wollen uns da gar keine Ausreden einfallen lassen, aber es ist einfach während der Corona-Zeit so wenig passiert, was man hätte machen können. Man hätte sich, wenn man es, ich sag mal, wie sagt man so, nötig gehabt hätte, ne? Ja. Das machen ja viele YouTuber dann auf Krampf irgendwas machen, so Hauptsache um irgendwie was uploaden zu können, aber da hatten wir ja keine Lust drauf. Ist halt nicht viel passiert, außer das, was ihr jetzt seht, gesehen habt. Ihr habt das Video gesehen. Das hier ist der erste Vlog nach dem Video. Ihr habt unsere Reaktion auf das Video gesehen, als wir es das erste Mal gesehen haben. Ich bin immer noch so baff, Leute. Ja, und es ist einfach alles so wunderschön und der Moment war einfach einzigartig. Ich sage immer, ich habe schon mein Leben lang davon geträumt und er hätte nicht perfekter sein können. Ja. Es war so wunderschön. Ja. Das heißt, jetzt haben wir schon alle den Ring gesehen, ne? Ja, das heißt, ja, kann den ja jetzt kannst prallen. Du nochmal zeigen. Also für alle, das hier ist natürlich der Verlobungsring, so. Genau. Aber ich habe den Partnerring drüber gesteckt, weil Abby noch ein bisschen zu groß ist. Das wird noch das geändert. Aber weil der liebe Kobi hat sich ja gedacht, hey, komm, wenn du Ringgröße und so, nimmst du dir einfach einen Ring aus Mones Schublade, hab den mit dahin genommen und gesagt, so muss der sein, dann wird er ihr passen. Und er hat sich einen falschen Ring aus meiner Schublade genommen, den man, glaube ich, hier auf den Zeige- oder Mittelfinger steckt. Keine Ahnung. Und ja, war auf jeden Fall der falsche und deswegen ist er ein bisschen zu groß. Aber ich habe gesagt, liebe zu groß, als hätte er nicht drauf gepasst. Passt. So ist schon perfekt. Das Witzige ist jetzt gerade, wir sitzen hier, für uns ist das jetzt der erste richtige Tag nach der Verlobung, beziehungsweise der zweite richtige Tag. Wir haben jetzt so die erste Zeit ein bisschen abklingen lassen und uns natürlich auch gefreut und Zeit zu zweit verbracht und so. Ja, und ihr habe ich ja am Anfang schon gesagt, ihr habt jetzt das Video schon gesehen, ihr habt unsere Reaktion darauf gesehen. Wir aktuell haben das alles noch nicht erlebt, weil das hier ist der Vlog, der direkt nach unserer Verlobung ist. Unsere Verlobung war am Mittwoch und heute ist Freitag. So, das heißt, wir haben jetzt den ersten richtigen Tag, den wir wieder so starten. Wir sind auf jeden Fall gespannt und auf euer Feedback. So, wie gesagt, wir können das jetzt, wir sagen Hallo an unsere Zukunft. Ich bin voll aufgeregt. Ich weiß, ich formuliere da meine Hände rum. Ich bin. Ja, aber dieses Video wird halt erst online kommen, wenn alles andere schon da ist. Deswegen wisst ihr es dann. Ja. Und schreibt uns gerne mal eure Meinung auch hier zu den Sachen in die Kommentare. Und ich freue mich so sehr, euch auf diese Reise mitzunehmen. Übertrieben. Es wird einfach. Es wird einfach toll. Und wir hoffen, ihr habt da auf jeden Fall Bock drauf. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Oder mit einem Däumchen. Ich bin voll raus aus dem YouTube-Game. Ich bin auch raus. Man kennt's. Aber ja, heute, wir werden heute zu meinen Eltern fahren und da können wir euch auch noch ein bisschen die Location zeigen, die man auf dem Video nicht gesehen hat. Das war quasi die After-Fire-Collection, also After-Verlobung-Location. Da sind wir dann mit allem Mann hingefahren. Genau. Das war bei meinen Eltern im Garten, da war alles aufgebaut, schön mit Teelichtern. So, das wird natürlich jetzt auf der Kamera jetzt leider nicht mehr rüberkommen. Das ist ja auch schon viel weg. Da waren überall Ballons und alles und die wollen wir jetzt auch noch gleich hier hinholen. Ich habe ja so viele Rosen gehabt an dem Tag und die stehen auch noch da im Wasser. Die wollen wir jetzt alles hier rüber tragen. Und das zeigen wir euch jetzt erstmal alles, ne? Genau. Deswegen geht's jetzt. Fahren wir erstmal los. Wir sind ein bisschen spät dran, so wie man uns kennt. Let's go. So, wir sind gerade angekommen. Und Kobis Papa ist schon fleißig hier am Arbeiten gewesen, deswegen können wir euch gar nicht mehr so viel zeigen. Schade. Aber das ist der Pavillon gewesen und ja, der geht noch bis vielleicht kriege ich irgendwo da ganz weit rüber. Wir können die eine Aufnahme reinziehen, die wir gemacht haben, wo wir Konfetti hier geschossen haben. Ja, genau. 3, 2, wir sind verloren! Hier waren auf jeden Fall überall Herzen und Luftballons und alles Mögliche. Meine Tante hat nämlich Konfettikanonen mitgebracht und die haben wir abgefeuert. Da seht ihr dann noch ein bisschen, wie es hier aussah. Ja, ich kann aber da mal die Rosen zeigen, ne? Ja, die Rosen kannst du zeigen. Genau. Ihr habt es ja wahrscheinlich sowieso im Video schon gesehen. Als ich den Weg lang gekommen bin, hatte jeder, der dort stand, eine Rose in der Hand. Eine pinke und eine weiße und hat sie mir dann übergeben. So, so, so wunderschön. Es war einfach alles perfekt. Und hier noch Luftballons, M plus K. Und hier steht, glaube ich, auch noch was drauf. Genau, Kobi X Mone. Total süß. Aber es waren noch viel, 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 viel mehr Luftballons. Die müssen jetzt auch noch hier irgendwo sein. Wie so, keine Ahnung, 50 weiße, 50 pinke. Alles so wunderschön.
Dieser Riesenstrauß, ey, das ist ja... Schau dir mal meine Hand dazu an. Und was sagen Sie dazu, Juli? Der war an dem Tag auch so schick angezogen. Der hatte eine Fliege oben, ne? Ja, hallo. Sagst du mal hallo den Zuschauern? Hallo, hallo. Oh, hi, guten Tag. Oh, Leute, guckt euch das an. Oh mein Gott, sieht man ihn noch? Ja, man sieht ihn auf Kamera da. Einer unserer Ballons mit Helium hat gefüllt, wo K plus N drauf stand. Oh, hat sich gerade losgerissen. Ja. Unsere Liebe gibt es zum Universum. Ja. Ja. Deswegen. Ach, guck mal, man kann ihn noch sehen auf Kamera. Hey, oh mein Gott. Die zwei haben hier wieder einen Spaß. Oh, oh, jetzt mischt Sam sich noch ein. Der Große will auch mitspielen. Los, Sam. Den kriegst du nicht, Schatz. 10 Euro, wenn du es schaffst, ihn zu fangen. Oder eine dicke Kaustange für dich, Juli. Oh! Ich hab ihn! Ja! 10 Euro in meine Tasche! Und keine Kaustange für Juli. Okay, bis gleich. Tschüss! Beeilung, 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 Beeilung! Beeilung! Oh! Sie hatte vorher geschrieben, aber die Nachricht ging erst spät raus. Ach so. Sie ist schon viel früher losgefahren. Okay, deswegen sind sie jetzt schon da. Okay. Halt mal, nein, jetzt geht der Aufzug nicht, oder was? Komm schon. Das verlobte Pärchen sitzt im Auto. Was habe ich hier mit Hand? Wir sitzen im Auto, Freunde, und düsen jetzt los. Wir waren die ganze Zeit jetzt bei seinen Eltern gewesen und haben da aufgeräumt und Bilder gemacht und gequatscht und ja. Bisschen Family Time. Bisschen Family Time, genau. Und ich auch erstmal noch drauf klarkommen, was so passiert ist vor 1-2 Tagen. Ich sag den ganzen Tag, ne? Ich bin den ganzen Tag am Strahlen. Ich wollte gerade sagen, das dauert auch noch. Das dauert. Das wird auch wahrscheinlich. Ich werde mich erholt haben, wenn wir geheiratet haben, wenn ich mich von der Verlobung erholt habe, um dann mich auf den Schock der Hochzeit vorzubereiten. Naja, ich bin super, super happy. Ich glaube, man sieht es uns auch an. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Und zwar treffen wir uns mit Lulu und Anis. Wir sind den ganzen Tag, oder beziehungsweise nicht den ganzen Tag, wir sind seit Tagen nur unterwegs. Oh, jetzt scheint die Sonne so hart. Seitdem wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, ja, ne, waren wir noch nicht einen Tag für uns so alleine zu Hause. Und wir sind die ganze Zeit mit uns mit irgendjemandem treffen. Aber es ist so schön, irgendwie so Family und Friends Time zu haben. Super toll. Deswegen, ja, da kickt echt gerade rein. Deswegen düsen wir jetzt. Wir treffen uns zum Essen. Die sind schon da. Wir kommen mal zu spät. Naja, aber das auch nur, weil die zu spät gekommen sind. Ja, das stimmt. Sonst hätte das gepasst. Das stimmt, sonst hätte es gepasst, ja. Die haben uns mehr Zeit gelassen, weil sie gesagt haben, sie kommen zu spät. Guck mal, wie doof das aussieht. Ja. Guck mal, warte. Böse Mone. Welche Mone? Hier, verlobte Mone? Verlobte, nicht verlobte Mone? Verlobte Mone. So, Leute, wir sind essen. Mit Anis und Lulu, hallo. Und guckt euch das mal an. Der hat sich eine Beilage bestellt, die schon so groß ist wie ein Hauptgericht. Und dazu noch so einen doppelten, drei Triple Burger. Schaut euch mal sein Essen an und noch einen Salat dazu. Und mein Essen. Die Beilage war Mone, kommt noch. Ja, meine Beilage kommt noch, aber das sieht so gut aus. Ja, guten Hunger, Leute, ne? Prost. Unschwer zu erkennen, meine Lieben, aber es ist der nächste Tag. Wir haben die letzte Szene, glaube ich, gestern gevloggt, wie wir lecker essen waren. Hast du da gevloggt? Ich habe gevloggt. Ich habe dir deine riesen Portion gezeigt. Ach ja, stimmt. Und er hat es geschafft, sie auch zu essen. Ich habe meine Portion. Nicht ganz. Naja, nicht ganz. So ein bisschen was ist übrig geblieben. Ich habe es leider nicht geschafft, aber es war super, super lecker. Wir sitzen im Auto und fahren jetzt gerade nach Köln. Wir sind gestern Abend nämlich noch mit Anis und Lulu zu uns gefahren. Und haben dann noch was gechillt. Ich glaube, die sind um 12:30 oder so, glaube ich, nach Hause gefahren. Ja. Und dann haben wir uns noch danach mit Sonny und Marcel getroffen. Marcel hatte ein Darts-Turnier, richtig? Ja. Genau. Und da sind wir noch hingefahren und sind, glaube ich, erst um 16:30 oder so zu Hause gewesen. Lagen erst um 17:00 im Bett. Und jetzt haben wir 13 Uhr und sind wieder auf dem Weg zu den beiden. Sonny hatte heute ein Shooting. Und da düse ich mit und er bleibt bei Marcel und guckt das nächste Darts-Turnier an. Ja, genau. Und ja, wir sind auch schon in ein paar Minütchen da. Und ja, es war gestern einfach schön, die Zeit mal ohne Handy und Kamera zu genießen. Deswegen haben wir vergessen zu vloggen. Aber heute kommt dafür mehr. Ja. Und hier düdelt die ganze Zeit das Handy, weil hier ganz viele Blitzer stehen. Nein, also das ist natürlich nicht die Blitzer. Ach so, nein. Nein. Das
Nein. Doch, siehst du bitte. Hallo Leute, ich habe voll vergessen, mich zu melden. Wir sind, glaube ich, seit 8 Stunden oder so unterwegs. Nee, seit, oder? 8 Stunden. Ja. 13 Uhr, 12 Uhr, keine Ahnung, wieso. 13 Uhr haben wir uns getroffen. Ja, und wir haben die ganze Zeit Bilder gemacht und ich habe mich einfach nicht ein einziges Mal gemeldet. Aber es ist mega cool, Bilder-Content von diesem jungen Herren hier. Hallo. Ja, auf jeden Fall sitzen wir jetzt gerade, wie man sieht, beim Essen. Und das lassen wir uns jetzt. Lecker, Bono. Lecker. So, wir sitzen. Tschö. Wir sitzen jetzt im Auto und sind fertig für heute. Wir fahren jetzt zurück zu den Jungs. Jetzt sind wir mal gespannt. Ja. Wie die drauf sind. Ach, ich bin auf jeden Fall kaputt seit 12 Uhr heute Morgen unterwegs und wir haben jetzt einfach schon, auch wenn es noch so hell aussieht, 21.52 Uhr. Ich bin jetzt froh zu sehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal gespannt, wie die drauf sind. Und ja, dann mal gucken. Ich muss noch nach Hause fahren heute. Ach, 0 Minuten. Toll. Ja, top. Läuft. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist der nächste Tag, wie man erahnen kann. Oh, wir sind so müde. Ich glaube, ich darf es gar nicht sagen, aber wir haben einfach 20 nach 1. Wir sind tatsächlich seit 10 Uhr wach, aber lagen jetzt die ganze Zeit im Bett. Und ich bin jetzt hier uns gerade Pfannkuchen am Machen. Ich habe jetzt gerade schnell einfach den Teig im Thermomix gemacht, weil ich keinen Bock hatte, die Rührstäbe und eine Schüssel und eine Waage alles rauszuholen. Und ja, Corby liegt noch oben im Bett. Und ich als seine Verlobte mache natürlich jetzt lecker Pfannkuchen zum Frühstück, die wir uns dann schmecken lassen können. Ich meine, heute ist Sonntag, da darf man das mal. Da ist mein Verlobter auch einmal runtergekommen. Guten Morgen, guten Mittag. Und so sehen die Pfannkuchen aus, Leute. Das sind die besten Pfannkuchen, die ich hier esse. Dankeschön, mein Schatz. So lecker. Wir machen die immer so, oder ich mache die so ganz, ganz dünn. Dann sind die so crepeartig. Richtig lecker. Saftig. Saftig. Ich habe mich, wie man sieht, geschminkt und so ein bisschen ready gemacht, die Haare. Habe ich gerade erst gemacht und hatte sie vorher lockig und wir waren gerade shooten. I'm so verliebt in diese Bilder. Schaut euch das mal an. So, jetzt kann man es sehen. Einfach so schöne Bilder. Das ist vorher, nachher. Ich liebe einfach Bilder bearbeiten so sehr. Dieser Unterschied ist so krass. Ah. Ja, dann werde ich auf jeden Fall jetzt posten und dann fangen wir an zu streamen. Also falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, tut das sehr gerne mal. Und schaut auf jeden Fall auch bei Twitch vorbei, da streamen wir jetzt und melden uns danach wieder. Denn danach essen wir was Leckeres. Fertig mit dem Stream und wir gehen jetzt den Sunset anschauen. Meine lieben Damen und Herren, das war, glaube ich, ein sehr, sehr harter Break. Ich wollte mich eigentlich auch schon schnell verabschieden. Wir hoffen, euch hat der erste Vlog hier auf unserem, erste richtige Vlog auf diesem Kanal wieder gefallen. Mona ist jetzt gerade beim Friseur und ich bin hier und mache die Verabschiedung für euch. Ich muss das Ganze jetzt schneiden. Das kommt dann jetzt direkt online. Es ist gerade Donnerstag. Hallo. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst einfach gerne einen Daumen nach oben. Gerade für unseren Support ist die Anzahl der Daumen nach oben und die Anzahl der Kommentare ganz, 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 ganz wichtig, Leute. Also wenn ihr uns unterstützen möchtet, einfach einen Daumen nach oben geben, einen lieben Kommentar schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Macht es gut und wir haben euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz so lieb. Peace geht raus und danke für den ganzen Support in den letzten Tagen. Wir sehen uns. Macht es gut. Tschüss.